damals war ich echt so weit, dass ich gesagt habe, ich hasse mich selber, ich hasse die Welt, ich hasse Menschen. Es war so viel emotionaler Druck da, es ist komplett dunkel im Leben. Die Gedanken kreisen, man hat keine Kraft mehr, keine Kraft einkaufen zu gehen. Die Luft hat gedröhnt, der Boden hat gedröhnt, die Wände haben gedröhnt, die Decke hat gedröhnt und eine sehr, sehr liebevolle Stimme hat zu mir gesagt, Uli, was machst du da? Ich habe einfach eine sehr, sehr lange Zeit durchlebt, wo ich immer versucht habe, die Sachen selber zu meistern, selber zu korrigieren, immer so lange, bis ich den Eindruck hatte, ich kann nicht mehr, bis ich auf die Nase gefallen bin, so habe ich das beurteilt, bis mir die Kräfte ausgegangen sind, bis ich verzweifelt war und bis Depressionen kamen. Und nach dieser Zeit von vielen, vielen, vielen Kämpfen war das eine logische Schlussfolgerung, dass ich gesagt habe, ich habe einfach alles probiert und nichts hat funktioniert. Und das Einzige, was noch Sinn macht, ist, dass ich jetzt dieses Leben beende einfach. Das war relativ logisch. Kannst du erklären, warum du, es gibt ja viele Menschen, die auch mit so psychischen Einschränkungen, mit Süchten leben, warum du so dermaßen hoffnungslos warst? Ja, ich kann es jetzt, nachdem Jesus in mein Leben gekommen ist, kann ich es ganz kurz beantworten, einfach weil mir eine Perspektive auf was Positives gefehlt hat, auf was Licht ins Leben bringt, auf was Frieden ins Leben bringt. Mhm. Weiß nicht, ob das ausreicht, oder? Ja, ich glaube, wir gehen ja jetzt noch mal ein bisschen mehr rein, um das zu verstehen und gehen vielleicht noch mal so in deine Kindheit und Jugend rein. Mhm. Da hattest du ja schon sehr früh mit Ängsten, mit Depressionen zu kämpfen. Die Ängste schon im Kindergarten angefangen, richtig? Ganz genau, ja. Was waren das für Ängste? Wovor hattest du da Angst? Ich denke, wenn wir anfangen, wie man so seine Umgebung wahrnehmen kann, wenn man irgendwo in ein soziales Setting reinkommt, wenn man in eine Gruppe reinkommt, dann habe ich einfach sehr, 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 sehr viel wahrgenommen. Das war ein Overflow, ich war sehr, sehr sensibel, das heißt, ich habe sehr schnell ausgeschlagen. Habe nicht gewusst, wie das zu verarbeiten ist. Und habe nicht nur aus dem Overflow raus, sondern auch einfach unterwegs einfach dann nie richtig lernen können, warum ich das mache, für wen ich das eigentlich mache. Ich meine, ein kleines Kind macht's vielleicht, weiß das vielleicht auch nicht, aber irgendwann sollte mal der Punkt kommen und das habe ich letztendlich auch nie gelernt. Und so würde ich es fast beschreiben. Wie hast du das dann als Kind selbst wahrgenommen? Waren das dann bestimmte Menschen, Situationen, Dinge, vor denen du Angst hattest? Das Interessante war, ich habe es ja tatsächlich in der Situation nicht begriffen als Kind, sondern wenn ich zum Beispiel heimgekommen bin, haben meine Eltern gesagt, was ist denn mit dir los, geht's dir nicht gut? Und ich habe gar keinen Zugang zu meinen Gefühlen gehabt. Also ich habe das dann erst gesagt, geht's mir nicht gut, keine Ahnung. Und bin mir dann schon bewusst geworden, dass mir irgendwie nicht gut geht, aber so richtig klar war das alles nicht. Wie hat dich das dann beeinflusst, so in deiner Kindheit und Jugend? Wie hat das den Alltag beeinflusst? Ja, einfach mit der Suche, wie auf irgendeine Art und Weise Frieden finden kann. Also indem ich mich zurückziehe, weil ich aber das im sozialen Miteinander einfach erlebt, dass so viele Reize kommen, dass so viel kommt, wo man denn nicht weiß, wie komme ich damit klar, wie soll ich es verarbeiten. Und dann einfach sich zurückzuziehen, vielleicht auch Kommunikation zu kappen. Hab's aber dann nie erlebt, dass ich das auf irgendeine Art und Weise prozessieren habe können. Das hat eigentlich nichts gebracht. Und im Frieden habe ich so nicht gefunden. Dann kann ich mich noch gut erinnern an, dass für viele dieser Moment, in dem sich Kurt Cobain, der Sänger von Nirvana, das Leben genommen hat, das war ja so einer, den man wirklich einen Nihilisten nennen kann. Also nach dem Motto, das Leben hat überhaupt keinen Sinn, nichts macht Sinn. Mhm. Und das war für dich, wie für viele andere, auch so ein ganz besonderer Moment im Leben. Kannst du beschreiben, warum und wie? Ja klar, auf jeden Fall. Also für mich habe ich begriffen, der hat es endlich geschafft. Der hat es wirklich geschafft und ich habe es nicht geschafft. Und ich war in dem Alter mit 13, 14 Jahren eben auch schon auf dieser nihilistischen Schiene. Ja. Heißt, also du hast wirklich das Gefühl, das Leben hat überhaupt keinen Sinn? Das war festes Bewusstsein. Das war mir klar. Wie konntest du dann überhaupt Alltag gestalten, wenn du ja mit einem Leben konfrontiert warst und jeden Tag aufstehen musstest, ein Leben führen, was ja für dich überhaupt keinen Sinn gemacht hat?
Ja, ich habe es halt dann immer für andere gemacht und mit dem Bewusstsein, dass ich unter Druck kommen würde oder unter noch mehr Druck, wenn ich bestimmte Sachen nicht erfülle. Und das war eigentlich meine Motivation, das noch Schlimmere zu vermeiden zu versuchen. Gab es denn für dich auch schöne Seiten im Leben? Gab es Dinge, die du schön fandst? Ja, mit Sicherheit. Es waren bestimmt einmal Momente dabei. Ein Ding, wo ich Frieden gesucht habe und wo ab und zu mal sowas in die Richtung reinkommen ist, das war Natur. Habe ich schon mal schöne Zeiten erlebt, ja klar. Wann und wie war dir denn klar, okay, ich habe nicht nur so eine gewisse Lebenseinstellung, sondern ich habe es mit handfesten Depressionen zu tun? Das war so richtig sonnenklar Anfang 20. Da ist darum gegangen, wie mein weiteres Leben ausschauen wird, was ich studieren soll, welchen Beruf ich ergreifen soll. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wer ich bin, wo der nächste Schritt hingehen könnte. Und habe verlegenheitshalber hab ich Lehramt studiert. Ich komme aus einer Lehrerfamilie und das ist der beste Beruf, den man überhaupt machen kann. Und dann habe ich das einfach angefangen, unwissend, was ich da mache. Und dann bin ich aber an die Uni gekommen, habe die zukünftigen Kollegen gesehen, habe gemerkt, ich bin das nicht. Ich glaube, das hat mit was gemacht, dass ich ganz alleine in einer großen Stadt war, die ganze Lebenssituation, und dann sind richtig, richtig schwere Depressionen losgegangen. Wie haben die sich dann im Alltag ausgewirkt? Ja, episodisch, dass man auf einmal in der Früh aufwacht und der Antrieb ist komplett weg. Es ist komplett dunkel im Leben. Die Gedanken kreisen. Man hat keine Kraft mehr, keine Kraft einkaufen zu gehen, keine Kraft. Die Sachen zu erledigen, die anstehen. Man hat keine Kraft, das mit irgendjemand zu kommunizieren, aus der Angst heraus, dass man verurteilt wird. Es ist Scham dabei. Und dann eben auf diese Art und Weise sieht man sich, oder habe ich mich komplett zurückgezogen, isoliert. Und in der Art und Weise ist das episodisch immer wieder auftaucht einfach. André Roswitha, habt ihr in eurem Leben, im Umfeld schon mal zu tun gehabt mit so krassen Depressionen? Also ich selbst nicht, aber ich bin ja auch ehrenamtlich in der Notfallseelsorge unterwegs und da ist natürlich das Thema Suizid immer wieder auch präsent. Ne? Ja, bei mir ist es so, vielleicht jetzt nicht in dem Maßen, aber ich glaube, das ist tatsächlich bei ganz, ganz vielen Leuten der Fall, dass einfach diese mentale Gesundheit viele Menschen belastet so. Und als du gerade gesprochen hast, habe ich mich so ein bisschen an einen Moment erinnert, wo ich vielleicht mal nicht die Kraft hatte, aus meinem Bett rauszugehen oder mit Leuten zu sprechen, mich monatelang abgeschottet habe, einfach weil das Leben manchmal so überfordernd sein kann und so viel, so schwer sein kann. Und das sind halt auch so Momente, wo man, glaube ich, Frieden oder Ruhe in Dinge sucht, die einem das so nicht geben. So, also das spreche ich aus eigener Erfahrung. So, wenn man so viel arbeitet und irgendwie alles erledigt, so viel Verantwortung trägt, dann kommt man irgendwann an die Grenzen. So, dann kann der Körper irgendwann nicht, dann klappt das mental irgendwann nicht und muss sich zurückziehen. Aber so offen und ehrlich darüber reden habe ich eigentlich bis jetzt noch nie. Und deswegen finde ich das so stark, dass du wirklich darüber redest und darauf aufmerksam machst. Weil ich glaube, viele Leute strugglen damit, aber haben, glaube ich, nicht den Mut dazu, rauszukommen und zu erzählen, wie es ihnen geht. Deswegen. War das denn dann so ein Auf und Ab, dass es auch Phasen gab, wo es dir dann aber wieder ganz okay ging? Oder? Ja, Medikamente haben geholfen, die haben was gemacht. Aber eben der Punkt, dass ich irgendwie eine Hoffnung gefunden hätte, dass ich gewusst habe, warum mache ich die Sachen. Also diese Basis, die ist nie da gewesen. Das heißt, es war mal eine Zeit, wo die Emotionen vielleicht wieder stabiler waren für 3, 4, 5 Monate. Und dann ist die nächste Episode gekommen. Mhm. Und so ist das Tourschuh durchgegangen. Ja. Und du hast ja so ein bisschen zur Selbsthilfe gegriffen und eben nicht nur so Medikamente genommen, die helfen gegen Depressionen, sondern hast mit Alkohol und auch einer Medikamentensucht dann dir selber eigentlich die Kante gegeben noch. Ja, ein bisschen ist gut, also schon ziemlich. Ja, ja. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie sah das aus? Ja, nach dem zweiten abgebrochenen Studium habe ich verlegenheitshalber als Softwareentwickler gearbeitet. Damals war ich echt so weit, dass ich gesagt habe, ich hasse mich selber, ich hasse die Welt, ich hasse Menschen. Und es war so viel emotionaler Druck da, dass ich anfangs jeden Abend angefangen habe zu trinken, dass sich die Menge mehr gesteigert hat. Die Medikamente haben das verstärkt, diese Psychopharmaka.
Und zusätzlich habe ich dann auch Beruhigungsmittel und am Wochenende vielleicht auch Partydrogen. Und so ist das aber dann ohne einen Tag Pause durchgegangen und das hat mehr und mehr und mehr Raum eingenommen. Was hat dir das denn gegeben? Für einen kurzen Moment vielleicht mal den Eindruck, aus dieser Welt ausgenockt zu sein und endlich nicht mehr anwesend sein zu müssen. Also aus der Realität auszusteigen. Richtig, genau. Ja. War dir klar, dass du dich da möglicherweise auch gesundheitlich mit ruinierst und dass du irgendwann vielleicht mal nicht mehr morgens aufwachst vor lauter Zeug, was du dir reingeballert hast? Ja, erst mit der Zeit habe ich gelernt, was das bedeuten würde, an Alkohol zu sterben, wie grausam das wäre. Aber damals habe ich gedacht, ja, vielleicht schaffe ich es ja dann, damit aus dem Leben rauszukommen, einfach mit einer Überdosis oder vielleicht wache ich einfach nicht mehr auf. Und das heißt, diese Lebensmüdigkeit war dann schon immer da auch? Die war sehr... Definitiv. Ja, ja. Und dann kommen wir an diesen Punkt, über den wir am Anfang schon gesprochen haben. Du sitzt, das war stationär in der Psychiatrie irgendwo und bist fest entschlossen, dir das Leben zu nehmen. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie und wollen jetzt auch nichts triggern. Aber du warst kurz davor. Und erklär noch mal, was hat dich, obwohl du so fest entschlossen warst, denn dann davon abgehalten, das auch durchzuziehen? Weil was passiert ist, was so nie passiert war und in der Form nie wieder passiert ist. Die Luft hat gedröhnt, der Boden hat gedröhnt, die Wände haben gedröhnt, die Decke hat gedröhnt und eine sehr, sehr liebevolle Stimme hat zu mir gesagt, Uli, was machst du da? Und das war der Punkt, das war der Wendepunkt oder der Auslöser für den Wendepunkt, ja. Wie habe ich mir diese Stimme vorzustellen? Hast du die richtig akustisch gehört? Deutlich überlaut, aber sehr liebevoll eben. Was hast du in dem Moment gedacht, was das für eine Stimme ist? Als erstes war ich mega erschrocken. Und ich habe 2 Wochen zuvor eine Begegnung gehabt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich jemanden kennenlernen dürfen, der Glaube sehr, sehr liebevoll, lebendig gelebt hat, der mir von Jesus erzählt hat. Der für mich gebetet hat. Und ich habe das sofort auch damit verbunden und ich habe sofort gewusst, wer da zu mir spricht. Also du hast es sofort als Gottes Stimme wahrgenommen? Ja. War das was vorher in deinem Leben auch eine Rolle gespielt hat? Weil, keine Ahnung, viele andere würden vielleicht sagen, so, ich glaube, jetzt drehe ich komplett durch. Also jetzt bin ich psychisch total am Ende. Ja, also vorher war ich kompletter Atheist, wenn das die Frage war. Also vorher hat Gott bei mir nie eine Rolle gespielt und ich habe vorher nie Stimmen gehört oder sowas. Und deswegen war das die extra Überraschung. Hast du das dann gesagt in der Psychiatrie, ich habe Stimmen gehört? Nee, habe ich mich nicht getraut am Anfang. Weil du wusstest, Sorge, wenn... Aus Sorge eben, dass das missverstanden wird. Und ich wollte mir das Ganze selber mal ganz gut anschauen, was das eigentlich jetzt dann tatsächlich hundertprozentig ist und deswegen habe ich das nicht kommuniziert, die ersten Tage und Wochen. Okay. Das heißt, du warst aber einfach überzeugt, da hat jetzt Gott mit mir gesprochen. Yep. Und was hast du dann damit gemacht? Ich wollte leben. Ich wollte unbedingt leben. Und ich hab das erste Mal in meinem Leben gebetet. Ich habe gesagt, bitte hilf mir. Alles, was ich probiert habe, hat nicht funktioniert. Zeig mal du einen Weg und den Weg gehe ich. Und ich war mir bewusst, dass nicht alles richtig gelaufen ist bei mir. Habe Schuldgefühle gehabt und habe gesagt, bitte vergib mir für das und das und das und das. Und das war das erste Gebet und dann ist Frieden im Herzen gekommen. Aber das Licht ist immer. Das ist krass, echt krass, wie schnell da Dinge passieren. Aber erklär mir mal, warum hast du denn Schuldgefühle gehabt? Dir ging es doch dreckig. Du hast doch niemandem was getan. Ja, ja. Ich denke, auf so einem Weg. Erstens ist es Teil von... keine Ahnung, aus welcher Perspektive das man sehen will. Erstens ist es Teil von so einem emotionalen Erleben einfach, dass man mit solchen Gefühlen rumrennt. Zweitens, in einer Suchtkarriere passieren richtig, oder mir sind das, ich habe richtig blöde Sachen gemacht. Ich habe vielleicht Menschen schlecht behandelt, habe mich selber definitiv schlecht behandelt. Manche Sachen, ohne das zu wissen. Also beides. Sachen, die vielleicht auch ohne Grund da waren, Schuldgefühle, aber auch Sachen, wo ich gewusst habe, das sind Sachen definitiv nicht richtig gelaufen. Jetzt hört sich das fast zu einfach an. Ein Mensch, der am Leben verzweifelt, hört Gottes Stimme und hat plötzlich wieder Lebensmut. Ist das so? War das so? Ja, das war so.
der Frieden ist gekommen und es war, als wäre das Licht angegangen. Natürlich war in einem Leben das total herausfordernd. Ich war damals 70% schwerbehindert aufgrund dieser ganzen Diagnosen. Meine Eltern haben jeden Tag mit einem Anruf gerechnet. Die Ärzte haben mich aufgegeben gehabt und es war unglaublich herausfordernd, eben mich in diesem Bereich zu bewegen. Mit der Zuversicht und dann einfach Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen. Mit Herausforderungen, ganz klar. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, Schritt für Schritt, heißt nicht, du bist dann am anderen Morgen aufgewacht und hattest keine Probleme mehr mit Depressionen, Suchtdruck oder sonst was? Nö, der Frieden war da und dieses Licht. Ich beschreibe Menschen, die Depressionen nie erlebt haben. Stell dir vor, du sitzt mitten in der Dunkelheit. Genauso ist das der Gegensatz. Also stell dir vor, auf einmal geht's Licht an. Und natürlich, das Craving war weg. Also das ist dieses Zeug, was einem losrennen lässt irgendwann, wo man die Kontrolle verliert und sie dann alles Mögliche reinballert bis zur Überdosis oder sonst was, das war absolut weg. Aber natürlich war das herausfordernd, dann zum ersten Mal mit Leuten zusammenzukommen, die sagen, hey, willst du nicht was konsumieren? Ach, eines, ach, zwei, nur ein einziges Mal. Und dann zu merken, irgendwas macht das gerade und wie lerne ich denn damit umzugehen? Und genauso aus diesem Leben kommend mit Angst und Depression war ich sicher nicht und bin es auch heute nicht ein Superheld, sondern ich habe gewusst, dass ich Schwäche habe, aber dass das dann auch okay ist und habe gelernt, damit umzugehen. Also ich hab auf meinem Limit angefangen, einen Minijob zu machen. Ich habe auf meinem Limit angefangen oder mit meinen Möglichkeiten diese Schritte zu gehen. Aber das Schöne war eben, vorher waren so riesengroße Erwartungen von mir selber an mich selber und von anderen an mich selber. Und da war auf einmal das, was da habe ich trotzdem sehr, sehr viel Freude und Dankbarkeit erleben dürfen. Jetzt war ja früher alles sinnlos für dich. Mhm. Was würdest du denn sagen, hast du jetzt eine Art Sinn gefunden für dein Leben? Hundertprozentig. Ich weiß, dass, auch wenn es Herausforderungen gibt, dass jemand gibt, der richtig herausfordernde Sachen umdrehen kann, sodass das einem zum Guten gereichen. Ich weiß, dass jemand einen sehr, sehr guten und detaillierten Plan hat und dass das der spannendste und schönste Plan ist, den man sich vorstellen kann. Also definitiv. Und machst du das alles an diesem einen Moment fest? Du sagst, das war so once in a lifetime, dass Gott mal so mit mir gesprochen hat. Hängt das an diesem Moment, wo du merkst, oh, da spricht Gott mit mir und es muss ihn geben? Mhm. Oder sind da noch andere Dinge passiert, aus denen du jetzt folgerst? Ja, also die Sache mit Gott macht Sinn für mich. Ja, selbstverständlich ist da eine Beziehung mit Gott entstanden und die ist gewachsen mit der Zeit. Man kann ja, niemand kennt Gott perfekt, der ist unergründlich, aber man kann ihn besser und besser kennenlernen. Man kann die ganze Zeit über Menschen, über einem selber, über ihn lernen und ist nochmal, das ist der spannendste Weg. Und ich denke, er kennt genau die Herzen und weiß auch genau, wie er Menschen nutzen kann. Hat da die überraschendsten Sachen erleben dürfen. Ich hätte auch eine Frage. Wie sind denn die Leute in deinem Umfeld mit dieser Veränderung umgegangen? Mhm. Wie war das davor und wie sind Familienmitglieder, Freunde denn mit dieser Transformation, würde ich jetzt sagen, einfach, wie haben die das aufgenommen? Ja, vielleicht zuerst mit meiner Familie, weil das war wirklich ein ganz, ganz gebrochenes Verhältnis. Ich meine, wenn jemand in solchen Umständen lebt, verbreitet er in der Familie, ohne das zu merken und zu wollen, meistens auch sehr, sehr viel herausfordernde Sachen. Und habe erleben dürfen, dass die Veränderung deutlich bemerkt haben, dass sie die Türen aufgemacht haben und dass wir Schritt für Schritt wieder zusammenwachsen haben dürfen. Cool, vielen Dank, Uli, für deine Offenheit. Mhm.